Willkommen zu Let's Play Fire Emblem. Ja, das Spiel heißt nur Fire Emblem ohne einen Nebentitel. Es ist der Nachfolger von Sword of Seals, also Teil 6. Teil 6 erzählte vom Helden Rai, den vielleicht auch einige aus Super Smash Bros. Melee kennen. Und ja, der siebte Teil erzählt von dem Vater von Rai und von der Heldin Lynn. Ja. Also, ich spiele das Spiel hier blind. Ihr wisst ja, ich bin ja der absolute Fire Emblem Freak. Ich habe ja jeden einzelnen Teil, der in Deutschland erschien, Let's Played. Bis auf diesen Teil hier. Den werde ich doch noch zocken, weil ich habe in Path of Radiance erwähnt, dass ich eigentlich nicht so Bock habe auf ein weiteres Game Boy Advance Let's Play. Beziehungsweise auf einen weiteren Fire Emblem Klassiker. Ich wollte eigentlich schon die Reihe für mich beenden, aber so ist es nicht. Also, ich will dieses Spiel noch spielen, damit ich die Fire Emblem Reihe auch wirklich komplett habe. Also, ich meine jetzt alle deutschen Teile, weil Teile auf Englisch werde ich nicht spielen. Und ja, das fehlt mir noch. Awakening kann ich ja nicht let's playen, ich habe ja kein Capture und so. Ja. Deswegen werde ich mich jetzt hier blind rantrauen. Ja, hier können wir auch unseren Strategen benennen. Wir können ihn leider nicht so erstellen wie in Fire Emblem Awakening, aber wir können ihn benennen und ein Geburtsdatum noch beschließen. Ja klar. Also wir nennen uns Ryo, weil Ryo, das ist mein Lieblingsname auf Japanisch. So würde ich am liebsten heißen, wenn ich Japaner wäre. Wo ist das R? Ach, hier. R. Ja, ich habe auch letztens Fire Emblem Awakening aufs Übelste gesuchtet, haben mir noch die letzten fehlenden DLC-Maps runtergeladen. Alter, wo ist denn das Y? Ja, hier. Ja, ich habe mir die letzten DLC-Maps noch runtergeladen. Habe auch Kapiteln gemacht, die ich nicht geschafft habe. Ich habe meine Charaktere wirklich aufs Übelste gelevelt. Hab mir Priam geholt, also Priam, der Nachfahre von Ike. Das ist auch so eine Sache, was ich richtig geil finde. Joa. Fangen wir jetzt einfach mal an. Prolog, ein Mädchen der Ebenen. Und nur so zudem, also es gibt hier mehrere Kapitel, soweit ich weiß. Was heißt mehrere Kapitel? Also mehrere so Abschnitte. Und der erste Abschnitt handelt um Lynn. Und den ersten Abschnitt habe ich gespielt. Also der ist nicht blind für mich. Also nicht wirklich blind. Aber das Nachfolgende mit Elliwood oder mit Hector, das, davon habe ich echt gar keine Ahnung. Ich fand dich in den Ebenen. Du warst ohne Bewusstsein. Das ist Lynn. Und die kann man auch ebenfalls in Fire Emblem Awakening unter den DLC-Maps freischalten. Da fand ich es auch voll cool. Ach, ich rede später drüber, wenn wir im Schlachtgeschehen sind. Ich bin Lynn vom Stamm von der Lorca. Du bist hier in Sicherheit. Wer bist du? Kannst du dich an deinen Namen erinnern? Der Name ist Ryo. Welch merkwürdiger Name. Aber das soll dich nicht bekümmern. Dein Name ist wertvolles Gut. Ich glaube, an deiner Kleidung zu erkennen, dass du ein Reisender bist. Was führt dich in die Ebene von Sake? Möchtest du deine Geschichte mit mir teilen? Was soll der Lärm? Ich werde nach den Rechten sehen. Ich bin gleich zurück, Ryo. Oh nein, Banditen! Sie müssen aus den Bergen von Biran herabgestiegen sein. Sicher wollen sie die Dörfer und in der Umgebung plündern. Ich muss sie aufhalten. Wenn dies alle sind, werde ich alleine mit ihnen fertig. Hier bist du in Sicherheit, Ryo. Wie? Du wirst mir helfen? Nun, kannst du mit einer Waffe umgehen? Nö, also ich habe keine Ahnung von Schwertern, Äxten, Lanzen oder Büchern. Ah, ich verstehe, du bist also ein Stratege. Ein eigenartiger Beruf. Das ist ein geiler Beruf, also ich wäre voll gerne Stratege. Jetzt sind wir Stratege. Wie dem auch sei, lass uns zusammen gehen. Hier drüben. Wenn du helfen willst, Ryo, ich könnte deinen Rat gebrauchen. Ich werde dich beschützen. Bleib also in meiner Nähe.
Ja, und hier wird uns alles erklärt. Grün, das sind die NPCs, rot, das sind die Gegner, blau, das sind unsere steuerbaren Charaktere. Und wir können ihnen alle Befehle geben, typisch Fire Emblem. Jo, bis. Jetzt müssen wir hier noch unsere Lin auf die Feller bringen. Für die Leute, die wohl jetzt keine Ahnung von Fire Emblem haben und zufällig dieses Let's Play hier sehen. Wer weiß, wer weiß. Ja, das braucht man nicht wissen. Mein Gott. Ich will attacken. Jo, hier sehen wir auch die Standwerte. Lin, wir greifen zweimal an. Wir ziehen 7 KP ab pro Schlag. KP haben wir 16. Wir sind hier in der Unterzahl. Unser Feind hat 20 KP. Trefferquote 100%. Da haben wir die bessere Chance zu treffen, weil Schwert ist gegenüber der Axt effektiver. Und unsere Chance auf kritische Treffer sind auch ebenfalls höher wie bei dem Gegner, der 0 hat. Jawohl, unsere Lin ist ausgewichen. Aber das war klar, dass er getroffen hat. Das ist vorprogrammierter Shit, ich sag's euch, Leute. Im ersten, also im Prolog, das ist alles vorprogrammiert. Ich habe gesiegt, aber ich wurde verletzt. Ich brauche ein Heilmittel. Und wir haben zufälligerweise ein Heilmittel. Das ist ja die vollkommene Absicht. Haben sogar zwei Stück davon. Gegnerischer Zug. Spielerzug. Vielen Dank, Rio. Kümmern wir uns nun um den Banditen am Gär. Ausrufezeichen. Am Gär. Hä? Keine Ahnung, was jetzt damit gemeint ist, aber. Okay. Wir greifen den Banditen an. Und haben natürlich unsere bessere Trefferchancen. Für wen hältst du dich? Du hast keine Chance gegen Pata, die Bestie. Echt? Wie es aussieht, wird gerade die Bestie vergewaltigt, ne? Huh, er ist stark. Nun, hängt alles von meinem nächsten Streich ab. Rio. Sollte ich fallen, versprich ich mir, dass du fliehst. Du musst entkommen. Naja, ich würde dich hier auch ungern sterben lassen, ganz ehrlich. Dann gäbe es riesige Fisting-Action, ohne Witz. Wenn man schon mit Waffen nicht umgehen kann. Was? Wie konntest du? Ja, Bossgegner geben sehr viele Erfahrungspunkte. Ist ja kein Wunder, wir haben Level 2. Unsere Werte sind auch sehr gut gestiegen. Das war knapp. Ich habe ihn schmerzlich unterschätzt. Es tut mir leid, sollte ich dir Sorgen bereitet haben? Nun, ich muss stärker werden, wenn ich mich behaupten will. Stark genug, um gegen jeden Ansturm zu bestehen. Und ja, jetzt müssen wir natürlich zur feindlichen Basis gehen und besetzen. Jetzt haben wir es geschafft. Rio, gute Arbeit. Lass uns nach Hause gehen. Guten Morgen, Rio. Bist du schon wach? Der gestrige Kampf hat dich sicher viel Kraft gekostet. Okay, das habe ich jetzt weggedrückt. In der Kunst des Krieges bist du nicht unbedarft. Das habe ich gleich erkannt. Was ich geil finde, in Fire Emblem Awakening, als man Lin freigeschalten hat, die hat. Also den Spieler drauf angesprochen, sprich Robin, also der, wo den selbst erstellbaren Strategen spielt, der wurde gleich angesprochen, ob es auch wirklich der Stratege ist, den Lin kennengelernt hat. Also in dem jetzigen Fire Emblem Teil, wo wir gerade zocken. Es ist so cool, also dass da so eine Parallele aufgebaut wurde. Ich habe mit Ja angeantwortet und dann hat wirklich Lin gedacht in Awakening, dass es wirklich der Stratege ist, der wo gerade hier in diesem Spiel aufgewacht ist. Den wir jetzt gerade spielen, das ist so geil. Naja, würdest du mir erlauben, an deiner Seite zu reisen? Wie? Du möchtest, dass ich die Erlaubnis meiner Eltern einhole? Meine Mutter und mein Vater starben vor 6 Monaten. Man starben die Lorca. Sie, nur wenige sind noch übrig. Banditen griffen an und sie töteten so viele Leute. Der Stamm wurde in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Mein Vater war unser Oberhaupt. Ich wollte mein Volk beschützen. Aber ich bin so jung und unsere Leute sind sehr traditionsbewusst. Sie würden niemals einer Frau folgen.
Niemand würde mir folgen. Ach, es tut mir leid, die sind also frauenfeindlich, echt, das kotzt mich so an, nee. Ich war so lange allein. Nein, es reicht. Keine Tränen mehr. Ich danke dir. Es geht mir viel besser. Rio, ich muss stärker werden, um den Tod meiner Eltern zu rächen. Das ist wieder so eine Parallele. In Path of Radiance war es ja auch so eine Rache-Story, wo Alex seinen Vater rächen wollte. Und hier haben wir ebenfalls eine Story mit, wir müssen den Tod unserer Eltern rächen. Der Kampf gestern hat mir die Augen geöffnet. Wenn ich hier alleine bleibe, kann ich niemals stärker werden. Rio, sag mir, dass du mich trainieren wirst, dass du mich mit dir ziehen lässt. Oh, und schon haben wir eine Frau gewonnen. Yeah. Wir sind voll die Frauenchecker. Du glaubst es mir? Das ist wundervoll. Oh, vielen Dank. Wenn wir zusammenarbeiten, wird uns vieles leichter fallen. Du wirst mein Meisterstratege sein. Und nicht deine unvergleichbare, Kriegerin. Eine unterwürfige Kriegerin. Wir werden es schaffen, nicht wahr? Ja, eine Frau ist uns unterwürfig. Wir haben es voll geschafft, Leute. So erobert man die Herzen einer Dame. Zumindest hier in diesem Spiel. Na gut, ich hoffe, euch hat der erste Part von Fire Emblem gefallen. Das war der Prolog und... Na gut. Nicht das erste Mal, wo ich Fire Emblem Let's Play. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.